Herzlich willkommen, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin. Ich helfe anderen zu glücklichen Beziehungen und das beginnt mit der Beziehung zu uns selbst. Du siehst, ich bin heute an einem wunderschönen Ort, nämlich auf der Sonneninsel Palma de Mallorca. Und viele nutzen diese Insel vielleicht auch, um zu flüchten. Warum wir manchmal flüchten, wann es vielleicht gar nicht so schlecht ist und wann es uns sehr hinderlich sein kann, das erfährst du jetzt in diesem Video. Was bedeutet Flucht überhaupt, wenn wir einen stressigen Arbeitsalltag haben und uns irgendwie alles über den Kopf wächst? Wir kennen das alle, wir haben zu viel zu tun, wir wissen gar nicht, wie wir die Arbeit bewältigen können und freuen uns dann auf den Urlaub und betrachten das manchmal sogar wie eine Art Flucht aus dem Alltag. In dem Fall ist Fliehen gar keine schlechte Idee, man würde es vielleicht auch nicht als Flucht bezeichnen, sondern eher als Ausweg. Gut, wenn du jetzt aus dem Gefängnis geflohen bist, ist es eindeutig eine Flucht. Das ist auch die Frage, weil dann wirst du auch irgendwann geschnappt. Und genau das ist der Grund. Meistens, wenn wir eine Flucht begehen, werden wir irgendwann wieder geschnappt oder die Sachen holen uns ein. Die beliebteste Flucht, die wir begehen, ist vor allem die vor uns selbst. Wie ich das meine, besonders dann, wenn es Probleme in Beziehungen gibt, oder in der Kommunikation und wir wissen uns nicht weiter zu helfen. Es wird unangenehm, es entsteht ein Schmerz, den wir nicht aushalten oder ertragen können oder wollen, wählen wir oft den Ausweg der Flucht. Und wir glauben, das könnte uns tatsächlich weiterhelfen, weil wir dem schmerzhaften Gefühl und dem Leid damit aus dem Weg gehen wollen. Doch das wird nicht funktionieren, egal ob wir auf eine Insel fliehen oder auch sonst irgendwohin. Wir werden immer wieder die Erfahrung machen, dass uns unsere Gefühle, unser Leid und unser Schmerz irgendwann auch wieder einholen wird. Unser Paket, das wir haben, das können wir nicht zu Hause lassen, sondern wir werden es immer wieder mit uns rumtragen und es wird uns immer wieder begegnen, egal wo oder an welchem Ort. Das Wichtigste ist, dass du für dich erkennst, wo beginne ich eine Flucht? Wann laufe ich vor schmerzhaften Dingen davon? In Beziehungsproblemen oder als Single oder nach einer Trennung vielleicht, wenn du Ablenkung suchst. Männer können das besonders gerne, wenn sie sich innerhalb von 3 Tagen direkt nach einer langen Beziehung eine neue Partnerin suchen, weil sie wollen sich selbst überhaupt gar nicht begegnen in dem Schmerz und in dem Leid. Das Ding ist, es wird nur nicht weiterhelfen. Denn es wird irgendwann tiefer und irgendwann trifft es dich so hart, dass du keine Möglichkeit mehr hast zu fliehen. Daher ist sich die schmerzhaften Gefühle anzugucken eine Prävention, bevor du wirklich irgendwann ganz tief leidest. Es aufzuarbeiten. Die beliebteste Flucht ist vor sich selbst, vor seinen Schmerzen, das nicht ertragen zu wollen. Doch das Mittel ist, sich das zu betrachten. Was fühle ich gerade wirklich? Sich eine kleine Auszeit zu nehmen für sich, für seine Gedanken, anstatt sich mit Ablenkungen zu verhelfen. Denn dann kannst du die Sachen anschauen, du kannst sie betrachten, du kannst sie verstehen und auch dann kannst du sie letztendlich auflösen, sodass du neue, tolle Erfahrungen machen kannst, wo du keine Flucht mehr benötigst. Du wirst mit Situationen anders umgehen können als zuvor. Und das ist das, was dich am Ende wirklich weiterbringen wird, anstatt vor Problemen oder vor dir selbst wegzulaufen, weil es vermeintlich der einfachere und sichere Weg erscheint. Auch in meinem neuen Buch werde ich ausführlich über Beziehungsproblematiken schreiben, während mein letztes Buch 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe ja mehr um die Problematiken als Single gegangen ist. Auch da wirst du sehr, sehr viele wichtige Erkenntnisse mit erlangen, wo überhaupt Probleme auftauchen, wie sie auftauchen und auch wie du sie lösen kannst. Natürlich erfährst du das auch in vielen meiner Videos, deswegen freue ich mich sehr, wenn dir mein Video gefallen hat an dieser wunderschönen Location hier. Ich werde jetzt auch gleich noch zum Strand gehen und ins Meer eine Abkühlung nehmen und da hinein flüchten. Gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal, empfehle es gerne Freunden und Bekannten weiter, denen auch du weiterhelfen willst, zu der Beziehung zu sich selbst. Macht's gut, tschüss!